Wieder einmal macht der große Fluss seinem Namen alle Ehre. Der Rio Grande de la Magdalena führt Hochwasser. Dann macht sich Forstexperte Stefan Champel mit dem Schnellboot auf den Weg zu den Aufforstungen im kolumbianischen Hinterland. Mehrere Stunden braucht Stefan Champel von seinem Büro in Barranquilla zu den Plantagen. Mehrmals im Monat schaut er dort nach dem Rechten. Seit 2009 engagiert sich Faber-Castell gemeinsam mit Stefan Champel für die Wiederaufforstung am Rio Magdalena. Was mich hier an dem Projekt fasziniert, ist, dass es hilft, unser Problem hochwertiges, hochqualitatives Bleistiftholz ernten zu können, aber gleichzeitig ein Projekt zu haben, das auch vom Sozialen vorbildlich ist und auch vom Umweltgedanken vorbildlich ist. Was Faber-Castell angeht, so haben wir den großen Vorteil, dass wir mit Gmelina, das ist die Pflanze, die Sie hier sehen, die so schnellwüchsig ist, ein ganz ausgezeichnetes Bleistiftholz haben, das sehr umweltfreundlich ist und das übrigens auch noch zusätzlich den großen Vorteil hat, dass man das Holz nicht imprägnieren muss. Hier treffen sich die unterschiedlichsten Faktoren wirklich auf eine glückliche Art und Weise und ich bin sehr froh, heute zum ersten Mal hier zu sein, um mir dieses eindrucksvolle Projekt anzusehen. Durch jahrzehntelange exzessive Viehwirtschaft ist ein Großteil des Bodens in der Gemeinde Sabayan in der Provinz Magdalena verödet. Mit dem geringen Erlös aus dem Verkauf der Milch ihrer Cebu-Rinder halten die Bauern sich und ihre Familien über Wasser. Eine Perspektive auf eine bessere Zukunft hatten sie lange Zeit nicht. Doch das ist nun anders. Auf einem Teil ihres Grund und Bodens pflanzen die Landwirte jetzt Bleistiftwälder an. Faber-Castell bezahlt die Bauern für die Pflege und Bewirtschaftung und beteiligt sie am späteren Holzverkauf. Wenn man das vergleicht, die Rinderzucht, die die normalen Bauern hier haben, mit Zwischenkalbezeiten von 20 Monaten und Kühen, die 1 oder 2 Liter Milch pro Tag geben, sind die Bäume einfach wesentlich besser ökonomisch. Wir machen alles, was wir machen, das Anpflanzen und das Saubermachen, alles, wir bezahlen alles. Die Arbeit macht er, aber wir bezahlen sie. Auf mittlerweile 15 Hektar, einem Viertel seines Besitzes, pflanzt Edgar Tamara Bäume für Faber-Castell an. Ich weiß, dass wir durch Faber-Castell Hilfe für unsere Familie bekommen werden, für meine 3 Töchter. Ich habe 3 Töchter zu erziehen. Ich glaube sehr an das Projekt und dadurch erhalten wir auch die Umwelt, die ziemlich schlecht behandelt wurde, sage ich. Und dieses Projekt hat auch viele Arbeitsplätze in der Gemeinde Sabayan geschaffen. Im Schatten der Bäume gedeihen Yucca-Pflanzen, Grundnahrungsmittel in dieser ländlichen Region. Insgesamt 67 Bauern haben sich mittlerweile für das Kooperationsprojekt entschieden. Anstatt den Boden durch ihr Weidevieh weiter zu schädigen, investieren sie nun in ihre Zukunft und in die ihres Landes. Fast 1600 Hektar Wald sind so neu entstanden. Bis 2014 sollen es 3000 Hektar werden. Forstexperten beraten die Bauern bei der Bewirtschaftung. Auch wenn der Weg zu den Anbaugebieten beschwerlich ist, schon nach wenigen Tagen sind Zufahrten oft wieder versperrt. Doch die Arbeit lohnt sich. Denn die Bäume wachsen schnell und jeder Zentimeter Holz bedeutet mehr Geld für die Bauern und einen größeren Beitrag zum Klimaschutz. Die Vereinten Nationen haben einen Teil der Wälder daher in den Handel von CO2-Emissionszertifikaten aufgenommen, als eines der ersten Projekte weltweit. This project will be the project which has the oldest trees. Das Projekt in Magdalena wird das Projekt mit den ältesten Bäumen sein, also das Projekt, das die größte bescheinigte Abgassenkung und damit die meisten Emissionsgutschriften erzielen wird. Das Projekt ist wahrscheinlich einzigartig auf der Welt, mit Bäumen, die seit dem Jahr 2000 gepflanzt werden und heute bis zu 10 Jahre alt sind. Längst produziert und wirtschaftet Faber-Castell nahezu CO2-neutral. Firmeneigene Bleistiftwälder in Brasilien oder dieses Kooperationsprojekt in Kolumbien
sorgen buchstäblich für gute Luft. Das Holz wird an Ort und Stelle vorbereitet, auf Maß gesägt und in einen der weltweiten Fertigungsstandorte verschickt. Dort produziert Faber-Castell jährlich über 2 Milliarden Holzstifte und ist damit der größte Hersteller der Welt. Nahezu alle Hölzer stammen aus zertifizierten Quellen. Das ist branchenweit einzigartig. Ein Familienunternehmen kann nachhaltig entscheiden, sprich ein Familienunternehmen, vor allem mit einem, der das Sagen hat, kann sagen, ich will das machen, weil ich glaube, dass es langfristig von Bedeutung ist. Und Umweltgedanke ist ein Muss heutzutage. Er muss vor allem auch ehrlich gemeint sein. Wir bemühen uns ja auch weiter Flächen zuzukaufen. Also wir haben hier schon vor, uns sehr viel stärker zu engagieren. Nicht zuletzt eben auch wegen der Holzqualität, die hier geboten wird. Man muss sich immer darüber im Klaren sein, ein Unternehmen ist dazu da, um letzten Endes Gewinn zu erwirtschaften. Nur wer Gewinn erwirtschaftet, kann sich Soziales leisten. Aber im Sinne des anständig Geld verdienen, gut Geld zu verdienen, aber auf eine anständige Art und Weise, ist, glaube ich, dieses Projekt absolut der richtige Schritt gewesen. Die Aufforstung am Rio Magdalena ist nur eines von zahlreichen Projekten, die von unternehmerischer Verantwortung zeugen. Doch dieses wird durch die Anerkennung der Vereinten Nationen international gehandelt. Wie hier in Kolumbien steht Faber-Castell weltweit für nachhaltiges Produzieren und für die Verpflichtung gegenüber Mensch und Natur. Und dies seit über 250 Jahren.